Ja, hallo, Glück auf. Herzlich willkommen zu einem neuen Do-it-yourself-Video. Zugegebenermaßen ein unfreiwilliges Do-it-yourself-Video. Ich habe ein Problem mit meiner Duschtasse. Da ist ein Loch drin. Ich zeige das mal. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Das ist ja ein bisschen eng alles. Genau da in der Ecke ist ein Loch. Und das ist echt ärgerlich, weil ich kann nicht mehr duschen. Das Loch ist reingekommen. Da war eine Verfärbung. Und danach wollte ich das wegputzen. Ganz normal mit einem Schwämmchen und so, wie man das so macht. Und handelsübliche Haushaltsmittel. Ja, wohl zu fest gedrückt, wie auch immer, Loch drin. Hat aber auch schon direkt nachgegeben, also das wäre auf kurz oder lang sowieso nichts mehr geworden. Jetzt werde ich das versuchen zu reparieren mit Laminierung. Was ich da alles verwendet habe, oder was ich da verwenden werde, muss ich sagen, ist ja noch gar nicht da. Zeige ich euch dann, wenn es da ist. Ich habe es vorhin bestellt und das ist so eine Harz-Härter-Kombination, Körpermatte, so ein Vlies. Zeige ich euch aber alles. Und ja, jetzt wollen wir erstmal gucken, ob wir uns hier irgendwie ein bisschen Platz schaffen können, weil das ist ja doch ein bisschen eng, ne? Ist ärgerlich. Ich ärgere mich jetzt auch ein bisschen darüber, ehrlich gesagt. Aber gut, nutzt ja nichts. Ich versuche jetzt auf jeden Fall, das ist die Idee, hier erstmal ein bisschen Raum zu schaffen und dann diese Schale, diese Duschschale auszubauen. Ich vermute aber mal, dass die am Boden geklebt ist. Und dann wird das noch beschissener. Ja. Ich versuche jetzt erstmal hier ein bisschen den Duschvorhang, diese Duschtür auszubauen. Moment, ich gehe mal kurz rein. So, dafür, ach, wisst ihr was? Ich glaube, das ist einfacher, wenn ich die kleine Actioncam nehme. Die hat einen besseren Weitwinkel. Also Moment, ich switch mal eben um. So, besser denke ich, ne? Also, die ganzen Schrauben hier abmachen und dann hoffe ich mal, dass man dieses ganze Gebilde hier rausnehmen kann. Dann hier die ganzen Schrauben lösen, die ganze Zeugs ab. Ja, und dann mal gucken, wie wir da am besten dran kommen. Ich glaube, einfach wird das nicht. Ja. Also erstmal den Rotz hier raus und dann schauen wir weiter. So, lassen wir die Spiele beginnen. Also ich habe das ja auch noch nie gemacht, ne? Also da heißt es dann langsam vortasten. So, schnipp schnapp. Scheißen eng hier. Warte mal. Natürlich jetzt kein Licht mehr. Hier war die Lampe dran. Vier Schrauben. Und die sind jetzt alle ab.
Andere Seite auch. Jetzt versuche ich mal den Himmel hier abzumachen, weil da steht er über. Das was wird. So, mal Licht angemacht, ne? Jetzt versuche ich mal mit einem langen Messer, Cuttermesser, da so zwischen zu gehen. So, Teil 1. Machen wir ein bisschen Licht. So, sieht das Ding von hinten aus. So, und hier ist diese Klebestelle. Die müssen wir natürlich wieder neu machen, ne? So, steht hier irgendwo, was das für ein Material ist. Nein, kein Stempel drauf. Ich vermute mal, das ist so ein tiefgezogenes ABS-Plastik. Jetzt kommt die Frage, wie sieht es denn da drunter aus? Spannend. Da ist auch so ein Teppich noch drunter. Das ist ja geil. So, und der ganze Scheiß ist nämlich... Das lasse ich drin. Das ist festgeklebt. Da glaube ich, mache ich mehr kaputt als heile. Aber ist ein Teil. Also das, das und das ist ein Teil. Keine Kante drin, das ist gut. Das heißt, Feuchtigkeit, nix. Aber hier, da ist alles trocken, futztrocken. Ich hätte gedacht, da kommt Schimmel oder sowas. Nö, alles gut. Bin sehr zufrieden. Jetzt müssen wir aber immer noch das Ding hier rausnehmen. Ne? Da ist am Rand hier noch Silikonfuge. Die mache ich jetzt auch erstmal raus. Also, hier Silikon durch drin, beide Seiten natürlich. Das ist schon die innere Seite von der Dusche. Und hier unten ist dreckig. Ja, und hier unten liegt es nur auf. Ja, da ist gar nicht abgedichtet. Ja, nehmen wir mal raus, ne? Das ist auch ein Element, das ist zusammen. Ich habe mir gedacht, das kannst du hier rausnehmen. Nö.
So sieht das aus. Mal einen Vorhang reinmachen. Freut sich Christine. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt. Soll ich das rausmachen? Ich überlege mir da was. Jetzt kommt der Kollege hier raus. Ja, Halleluja. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es ist auch stockfinster hier ein bisschen. Ich bin jetzt hier gerade im Kofferraum und möchte die Wasserleitung trennen, die oben zur Mischbatterie geht. Und dafür müsst ihr den ganzen Kofferraum leer räumen. Und dann hier unten, kann man das sehen? Hier unten. Ach, scheiße, ey. Ich guck mal, ob ich das irgendwie Licht hier reinkriege. So, da geht quasi ein Rohr hoch und hier geht noch ein Rohr hoch. So, und die müssen ab. Jetzt kann ich aber nicht erkennen, ob die farblich markiert sind. Ach, keine Ahnung. Gut, dass ich hier filme, ne? Na gut. Im Zweifelsfalle müssen wir sie nochmal umstecken. Die ziehe ich jetzt mal raus. So, den Sperrstift raus. Und dann kommt auch schon Wasser. Da hole ich erstmal einen Lappen. So, wie das mit diesen Reichwasseradaptern da funktioniert, hatte ich schon mal ein Video gemacht mit Schnitt, Muster und so, verlinke ich euch mal hier oben, wer da nochmal nachgucken möchte. Ist ganz simple Technik, aber funktioniert super. So, jetzt nochmal den Siphon da abmachen. Dann ist der auch ab. Naja, zeige ich nicht, da sieht das scheiße aus. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du den da nach oben hinwegziehen. So ist das. Kann auch erstmal weggucken und später an. Ausgekernt.
schneller als erwartet. So, jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Hier haben sie Holz verballert. Ja, das finde ich ja nie so dolle. So, und wer glaubt, er könnte dann, Moment, die Wanne so rausziehen, hier diese Duschwanne. Das würde nie im Leben funktionieren, weil hier gehen ja die Schläuche durch. Da kannst du das nie rausziehen. Und sind ja auch lang. Sollen wir mal versuchen, ob die Wanne rausgeht? Ganz vorsichtig. Wäre natürlich schöneres Arbeiten. Oder? Klappen, oder? So, ich habe jetzt mal so eine alte Plastikschiene geholt. Flexibel, dass mir da nichts kaputt geht. Mit dem versuche ich jetzt mal dahinter zu kommen. Ja, da wo die Schrauben gesessen haben hier, ne? Da ist er noch richtig schön Spack. Wie beim Mox die Milch, wa? Aber schön langsam machen. Gibt dem Kleber Zeit, sich lang zu machen. Nicht reißen, nicht ruppen. Dann sollte es gelingen. Und wenn es nicht geht, werdet ihr das gleich sehen. Was lange währt, wird endlich gut. Oder wie war der Spruch? Alles gut aus. Das Abkrabbeln hier, neu kleben später, dann sitzt das wieder. So, jetzt geht es eigentlich um die Wahrheit. Die Schüssel rausnehmen hier, die Duschtasse, Schüssel, was auch immer. Alter, den ganzen Rotz hier, wegen so ein kleines Löschen. Ist doch nicht normal, oder? So, ich versuche das jetzt mal. Hey, guck mal, da ist noch eine Schraube drin. Pfiffig. Ja, ging ja relativ einfach. Muss halt nur vorsichtig sein. Ist dünnes Plastik. So, was mich jetzt ein bisschen überrascht ist, ich habe gedacht, die wäre festgeklebt auf dem Boden. Ist aber nicht. Die steht da nur so drin.
eigentlich ganz gut, ne? So, ich bin zufrieden. Jetzt machen wir mal den ganzen Rotz hier ein bisschen sauber. Guck dir mal das Chaos an. Wie so ein kleines Scheißloch. Gut, also reinigen, sauber machen, pipapup. Und dann ist sowieso, glaube ich, erstmal Feierabend. Weil ich noch gar kein Material habe. Habe ich ja heute erst bestellt. Ja, komm, ich mache das alles sauber jetzt und dann ist gut.